Ich würde auf ihn wahrscheinlich auch auf bestimmte Gabeln und Löffel hinweisen, indem man die unterschiedlichen Speisen isst halt irgendwie. Das ist da unterschiedlich. Die hat wahrscheinlich fünf, sechs Gabeln neben sich und dann nimmt wahrscheinlich die größte und schneidet dann sein Gabel Fleisch. mir, das ist die große Gabel für große Menschen. Ich bin Nein, groß. nein, 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 nein. Ihr müsst das Fleisch mit dieser Gabel zerteilen. Und dort ist das Fischmesser. Seht ihr das kleine dort? Aber mir, wenn man so kleine Hände hat, dann macht das vielleicht Sinn, dass man auch die kleine Gabel greift. Aber wenn man große Hände hat, dann braucht man eine große Gabel. Rafim, es ist ganz logisch. Ola konnte nicht wissen, wer wo sitzt. Deswegen liegen da sechs Gabeln für sechs Helden. So, und er wusste nicht, ob du an erster Stelle sitzt oder an sechster Stelle. Deswegen hat er überall die große Gabel hingelegt. Ja, das Das ist ist natürlich sehr höflich von richtig. ihm gewesen. Ja, legt schon ein gutes Benehmen an den Tag, der Mann, bis auf diesen komischen Novadi da. Also. Ja, während des Essens bemerkt ihr wohl, dass er, er verweist auf seinen Einfluss in der Stadt. Immerhin sitzen seine Kinder auch im Magistrat. Die nicken euch dann noch höflich zu, während sie dann so ein bisschen schmatzen und sich Essen nachschieben. Er lässt kein gutes Haar an der letzten Admiralin, Prajadanya Seridares. Die mag er auf gar keinen Fall. Und er bietet euch auch Unterstützung seiner Handelsflotte an, solange die Geschäfte zumindest nicht darunter leiden. Und zudem möchte er auch gerne, dass ihr mit seinem jüngsten Sohn, mit Vamarek, sprecht. Denn der ist seit einiger Zeit ebenso ein Held wie ihr, hat einiges zu bieten und kann eure Flotte sicherlich unterstützen. Derweil eine Gassenwissenprobe von Diamantis und Boltax, bitte. Diamantis. Von dir auch. Achso, ich muss auch eine Ja, Gassenwissenprobe klar, geben. klar. Du bist nicht ausgenommen. Okay. Oh. Ich würde gerne die 20 shippen. Sonst ist das Abenteuer an dieser Stelle vorbei. Ja, aber damit ist es geschafft. Ja, ihr passt euch zwischen den Innenhöfen der Kontore so eine Stelle ab, wo ihr in den Schatten nicht allzu aufmerksam beobachtet werdet, passt auf die Patrouillen auf und könnt dann, wenn ihr möchtet, Diamantis nach oben starten. Und Boltax, möchtest du durch die Wand oder? Wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass Diamantis mich dann mit dem Seil nachzieht in einem geeigneten Moment. Gut, dann So ist ist es. Diamantis mit einer Kletternprobe als erstes dran. Die Stockwerke sind aktuell dreistöckig. Ich habe keine Hilfen, also zählt das als Freiklettern. Aber dem, was. Dann müssen wir uns nicht streiten. Dann kommst du nach Genau. oben und stehst zwei Stockwerke drüber, kannst du das Seil nach unten werfen und Boltax hochziehen. Du hast mittlerweile durch den Gurgelum genug Körperkraft, aber Boltax müsste sich entweder festhalten oder festbinden. Ich mache eine. Soll ich eine Kletternprobe geben oder was? Ja, klettern würde ich dir erleichtern. Alles klar, komm, dann mache ich doch eine Kletternprobe. Und wie viel erleichtert? Und dann würde Drei. ich ihn assistieren mit Alles dem klar. Seil. Jo. Soll ich das einfach an dich festgebunden haben oder kannst du das Achso, selber? stimmt. Du kannst ja auch das Seil festgebunden haben und dann nach oben Ja. klettern, das geht auch. Richtig, also. Das war halt die Frage. Ja, mach du das ruhig. Du bist Ist klar. Seemann. Nee, er Ja, ist Seemann, er kann. er kann den Knoten. Hat er ja auch schon heute einmal bewiesen. Und das ist schlecht gewürfelt, das reicht trotzdem auch für deinen fetten Bauch. Dann Hey, bekommst du eine wohlgenährt. Kletternprobe minus 5. Alles klar. Und ich möchte ihn so hochziehen, dass es zwar deutlich schneller geht, er aber nicht merkt, dass ich ihn da auch problemlos einfach hoch hätte ziehen können. Also du willst das so ein bisschen verbergen, dass du Gurgelum Richtig. gestärkt bist. Gut. Soll euch gelingen und ihr steht dann auf den Dächern in den Schatten und könnt dann noch so ein bisschen huschen, bis ihr an der richtigen Stelle seid. Und vor euch klafft dann die Straße mit 6 Metern Breite. Wir haben es mittlerweile 20 Uhr. Es ist noch nicht alle im Bett. Über euch schneit es. Es ist rutschig auf den Dächern. Aber es ist dunkel, einfach weil es Winter ist. 6 Meter. Wir sind jetzt auf dem Kontor auf der anderen Seite oder was auch Genau, immer Steuerung und müssen F, die. hier seid ihr. Und müsstet da einmal rüberspringen.
Ich glaube, der Plan war eigentlich, Voldax hier bereits hochzuziehen, ja, aber genau. Das ist auch prominent. Ist das überhaupt möglich, ohne gesehen zu werden? Nee, da ist direkt die Straße. Also deswegen sagte ich hier im Innenhof hoch, dann über die Dächer bis dahin und jetzt steht hier vor der 6 Meter breiten Straße. Weil, also ja, ihr könnt die Patrouillen auch, aber hier da sind mehr Patrouillen. Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube nicht, dass ich das springen kann. Also ich weiß nicht, wie Springen hier funktioniert. Sonst lass uns einfallen. Es gibt Möglichkeiten, klar, aber... Klettern, Kugel werfen auf einem Dach und dann am Seil drüber ziehen? Nee, der Grabo, ja. Dich als Ballon. Also wir müssen dann mal ausrechnen, wie weit du überhaupt springen kannst. Es gibt ja auch so irgendwie so eine doofe Formel, oder nicht? Genau. Wege des Schwerts auch wieder. Weit- und Hochsprung, die ist direkt hinter Tauchen. Oh, was für ein Glück. Ich bin ja froh, dass sowas mal drankommt, also. So, Sprunghöhe, Sprungweite. Bist du irgendwie belastet? Ich? Nein. Ich habe keine Rüstung. So, ein Unbelasteter kann mit Anlauf GE plus KK minus BE spannweit springen. Du hast keine Behinderung. Also GE plus KK. 11 plus 13. Sind 24 Spannen. Ein Spann sind 20 Zentimeter, Leute, oder? Glaube nicht 30? Also kannst du 4,8 Meter weit springen und kannst erfolgreich in deinen Tod stürzen. Ja, richtig. Also immerhin vier Spanne schon vier. Du kannst eine zusätzliche Athletikprobe würfeln. Ja. Zusätzliche Strecke von 2 Fingern pro Talentpunkt. Mit einer Athletikprobe. Nein, schaffst du nicht. Ich habe 8 Athletik, aber das kriege ich nicht hin damit. Dann müsstest du musst den Zwerg werfen. Ich hab drauf gewartet. Sag's nicht dem Elf. Ja. Sag's nicht Rafim. Sag, du musst nicht werfen. Glückwunsch, Rafim, du bist in dieser Gleichung der Elf. Ich bin nur froh, in der Gleichung dabei zu sein. Das würde ich sogar machen. Ich würde mich davor aber paralysieren. Oh, wow. Ja gut, naja. dann kannst du aber auch selber nicht laufen. Du kannst dich halt paralysieren, wenn du merkst, es reicht nicht. Du kannst ja nur so festhalten, vor allen Dingen, wenn du paralysiert bist. Zwergenstatue voll mit dem Plonk auf die Straße. Und wir hören den Rums und das feine Kristall erklärt. Man rutscht vom Dach wieder runter, oder? Achso, warte mal, der Nachteil kleinwüchsig gilt für die Ermittlung der Sprunghöhe und weiter als BE von einem Punkt. Der Nachteil Zwergenwuchs bringt BE von 2 Punkten. Seht ihr, dann kriege ich das auf keinen Fall hin. Musst mich werfen. Aber wo willst du denn, an was willst du denn landen? An der Wand oder ist da so ein Loch oder wie kann ich mir das vorstellen? So, warte mal, das habe ich ja auch. Eine gute Frage. Steuerung F. Ihr seid aktuell hier irgendwo auf diesem. Das heißt, ihr müsstet euch dann an dieser Balustrade festhalten oder hier, dann stürzt ihr eins weiter runter. Tja. Ja, aber dann macht das mit dem Paralys, glaube ich, halt wenig Sinn, weil sonst wirft er dich ja einfach. Deswegen der Paralys nur, wenn er die Reichweite nicht schafft. So, wenn du merkst, okay, es reicht nicht, ich bretter jetzt von 9 Metern Höhe oder so auf den Boden, dann kommt ich beschwöre mir einfach ein Luftelementar jetzt und flieg darüber. Also. auf dem Dach. Was? Okay, auf dem Dach. Das dauert halt jetzt 5 Minuten. Jetzt wirf ihn. Willst du mich werfen? Okay, ich habe immer noch den Paralys im Stab. Ich werde dich nicht werfen. Gut, dann... Ich kann dir doch nicht zeigen, dass ich dich werfen kann. Das ist tatsächlich das Problem. Gut, dann beschwöre ich einen elementaren Diener. Der muss mich ja nur 6 Meter rübertragen. Das kriegt auch ein elementarer Diener hin. Ja. Dann, Luft ist hier genug da. Luft ist genug da. Ich hab die mehrfache Menge. Keine Ahnung. Würfel einfach mal deine Probe. Jo. Dann können wir immer noch hinterher rechnen, wenn es knapp ist. Aber das dürfte. Ja, doch, das reicht. Ja, das dürfte gelungen sein. Punkt ist nicht viel, aber das reicht für einen Diener. Ja, vor allem. Vor dir materialisiert sich ein kleiner Wirbelsturm, der ein bisschen zu dick aussieht und seine luftige Form wird in der Dunkelheit durch den Schnee, der an ihm friert, auch kenntlich zur Dunkelheit.
Hallo, Voltax, wie kann ich dir helfen? Hallo, mein Freund. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könntest du mich wohl die 6 Meter auf das andere Hausdach dort tragen? Durch die Luft? Ja, durch die Luft. Durch die Luft. Dann deine Befehlsprobe, Loyalitätsprobe. Ja. Wenn das hier ist gelungen. Ist, nein. Dann wirbelt er sich um dich herum. Du wirst noch ein bisschen dicker, noch ein bisschen leichter. Und dann schwebst du wie eine Feder durch die Luft. Es dauert ungefähr eine Minute, bis du dann oben auf dem Dach abgesetzt wirst. Also hier. Ja. Damit ist Oberstleutnant noch nicht drüben, aber Voltax ist drüben. Ich schaue einmal seufzend drüber und nehme Anlauf und springe. Ich habe eine Basis ohne eine Reichweite von 8,8. 8,8 Meter? Richtig, ohne Probe. Und Hochsprung? Willst du auch noch das Stockwerk nach oben sprungen? Du kannst... Nee, wahrscheinlich ist eher mein Plan, das sieht nämlich obermenschlich aus, wenn ich da oben lande. Das heißt, hier landen? Genau, und mich dann da festhalten. Okay, boah, dann würfel mir mal eine Athletikprobe. Wunder. Gib mir eine Schleichenprobe, sie ist erleichtert um 5 von der Athletik, aber du würfelst konträr gegen die Wachen. Dann habe ich 8 Punkte über. 8 Punkte. Und du versuchst so federleicht wie irgend möglich aufzusetzen. Krallst dich fest. Und kannst dann durch ein Fenster ins Innere blicken. Moment. Dann versetze ich dich schon einmal hier hin. Und Voltax steht, wie gesagt, noch irgendwie oben auf dem Dach. Du kannst dich gerne auch umsetzen. Mhm. Aber Raffi Diamantis bekommt einen Blick in das nächste Stockwerk in diesen Raum. Du erkennst dort 4 Söldner, die an der Tür stehen und warten. In Richtung der Tür gucken. Ich sehe die Söldner auch nicht. Ja? Oder wo? Da. Okay, da. Die schauen alle Richtung der Tür. Ja. Waffen in der Hand? Sind bereit? Nee, Waffen nicht in der Hand, aber einer lauscht mit dem Ohr an der Tür. Und sie haben Schwerter, sie haben Balestrinas. Gürtel. Das ist wohl ein Arbeitszimmer, auch mit feinen Sesseln, mit einem Bett, mit einer Anrichte, mit Bücherschränken. Sieht wichtig aus. Und dann darfst du mal eine Sich-Verstecken-Probe würfeln. Richtig, ich würde da einmal kurz durchlooten. Du siehst, wie 2 der Wachen sich jetzt umdrehen und du hast einen Bruchteil einer Millisekunde, um dich vom Fenster erst einmal in Sicherheit zu bringen. Das heißt, dadurch, dass hier der Balken und das nächste Fenster ist, müsstest du dich dann dahin begeben. Und das würde dir dann auch den Blick aufs nächste Zimmer ermöglichen. Das ist ein relativ kleines Zimmer, wohl aber mit einem Kamin. Da ist aktuell wenig Mobiliar drin. Die Tür ist zu, die ist geschlossen und auch diese Tür ist geschlossen. Und dann kannst du aber auch hören, wie sich jetzt die 2 Wölfe von Pericom in Richtung des Fensters begeben. Und du musst so schnell wie es geht klettern. Ja, nach oben. Dann gib mal eine Kletternprobe. Ich erschwere sie dir um 7, weil es alles sehr schnell und sehr leise sein muss. Ja, wäre trotzdem geschafft. Der Gurgelum zieht dich mit nach oben und du kannst dein Bein in letzter Sekunde nachziehen. Und kommst außer Atem neben Voltax auf dem Dach zum Liegen. Ja, legt sich mit dem Rücken aufs Dach, schaut Voltax und... Da war irgendwas. Wir wussten, dass sie kommen, aber... Hier? Mach mal das Fenster auf. Tok, tok. Signalisiere zu Voltax still.
Auf Attack unten. 4. Mhm. Ich nicke. Und verhalte mich erstmal still. Die Wachen würfeln eine Sinneschärfeprobe. Irgendwie auch noch. Der Schnee fällt. Ja, zusammen mit den Geräuschen und dem Schnee. Kannst sehen, wie wohl der Blick dann auch in Richtung nach oben geht. Sowohl nach oben an da, wo du jetzt liegst, als auch nach unten, ob es dort irgendwo Fußabdrücke gibt. Sag mal jemandem, er soll auf der anderen Seite des Kontors gucken, ob da irgendwelche Spuren sind. Mach ich. Dann hörst du, wie das Fenster wieder geschlossen wird. Und ihr könnt euch unterhalten. Macht das um einiges schwieriger. Mhm. Sie haben uns wohl erwartet, flüstere ich. Mhm. Ah, wen wundert's. Marik soll auch in Al-Anfa dabei. Sie weiß von Hurun. Richtig, richtig. Aber gut. Dann sollten wir jetzt direkt tätig werden. Müssen wir dazu in das Zimmer, aus dem die Söldner kamen? Was meinst du? Richtig. Ich gehe stark davon aus, dass es ein... das scheint wohl sein Arbeitszimmer zu sein. Außerdem habe ich hier gestern abends noch Licht beobachtet. Ich gehe davon aus, dass er hier wohl seine ganze Schriftstrecke aufsetzt. Das Licht kam von hier. Ich stehe im Stockwerk. Alles klar. Dann hier im Stockwerk. Nun. Dann, wie machen wir es am besten? Was ist, wenn dort Wachen sind? Kannst du sie ausschalten? Soll ich sie stumm machen? Wie gehen wir vor? Hast du einen Plan? Wichtig ist, dass niemand heraus, dass sie keine Verstärkung rufen können und von unten niemand herausfindet. Wenn wir die einzeln abpassen, sehe ich kein Problem, dass ich sie nach den anderen ausschalten kann. Selbst mit 2, 3 gleichzeitig sollte ich es aufnehmen können. Das ist gut, das ist gut. Dann machen wir das doch am sinnvollsten so. Ich sorge dafür, dass es dann keine Geräusche gibt und du schaltest sie aus. Und wenn ich merke, dass es einen gibt, der weglaufen möchte und den du nicht mehr erreichst, dann lege ich ihn entweder schlafen oder paralysiere ihn. Ich werde aber erstmal nicht tätig werden. Ich habe viel Kraft aufgewendet, um diesen netten Luftgeist herbeizurufen. Dann hoffen wir, das reicht. Pass du auf, dass niemand wegkommt. Ja, das werde ich tun. Ich will es eigentlich nicht auf einen Kampf anlegen, aber... Versuchen wir ihn schnell zu beenden. Ja, das klingt vernünftig. Naja, und ich denke schon, dass der Rat der Stadt, der Reichsvogt Walgrin von Perikum, eigentlich keinen blassen Schimmer hat von dem, was er tut. Deswegen ist es aber umso besser, dass meine Kinder in den Positionen der Stadt nun walten können, also sag ich mal. Gut, aber das war eine ganze Menge von uns. Erzählt doch einmal, was hat euch in letzter Zeit durch das Perlenmeer getrieben? Ich habe gehört, ihr wart in Aranien relativ erfolgreich. Dort sei wohl Akosha relativ begeistert von eurem Erfolg, nicht wahr? Und in Janka habt ihr auch einiges Gutes bewerkstelligend. Ja, durchaus. Wir haben dort einiges geleistet, was... die Beseitigung der Überreste Orons angeht. Nun ja, ihr könnt euch vorstellen, dass mit dem Ende der Heptarchie längst nicht alles erledigt war. Tja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Verborgen im Untergrund. Ja. Habt ihr von dem Paktierer namens Halicin der Häuter gehört? Nein. Wir haben ihn zur Strecke gebracht. Das habt ihr, tatsächlich. Eine spannende Geschichte, erzählt gerne. Nun, er war ein Uroni, eine furchterregende Gestalt, ein Paktierer, versteht sich. Und ja, er trug die Haut gehäuteter Gegner als Maske. Sehr unappetitlich. Harley-Jean, das hört sich eher nach einem Maraskaner an. Dabei nickt er einmal dem Rothaarigen zu. Ich sehe, ihr habt auch einen Maraskaner an eurer Seite. Korasmold, ja. Er begleitet mich seit langen Jahren. Als Leibdiener.
Wo der stammt ja aus Marskan. Tutzak. Ah, ich hörte gute Sachen von der dortigen Akademie. Solange sie existierte. Nun, er hat mich schon im Kindesalter begleitet. Nun, er ist doch kein Magier, falls ihr das meint. Oder generell von der Akademie. Er geht mir einfach nur in den profanen Dingen zur Hand. Verstehe. Nun, floh er vor Bobbards Besetzung oder erst danach? Davor. Der Insel. Davor.